So, die schicke ich schon mal hier hoch. Aus Gründen. Ist gerade so leise geworden irgendwie ohne Musik. Gruselig. You're the king? Well, I didn't vote for you. Was willst du mir denn jetzt sagen? Ich bin der König der Erdmenschen. So. Das kostet auch immer Coins. Deswegen brauchen wir die auch dringend. So, jetzt haben wir hier. Gibt es noch Fische? Eine Wolfshöhle. Oh, ausgerechnet jetzt fürs Winter. Und jetzt haben wir natürlich wieder ein militärisches Defizit. Nur du bitte weiter angreifen. So, Depp. Du Depp. So, jetzt habe ich mittlerweile so viel Nahrung, dass ich auch im tiefsten Winter ohne Stress, ohne Sorgen ein Gebiet einnehmen kann. Und es wird noch besser, liebe Freunde, denn ich baue hier einen Fisherman und ein Silo auch ganz gern. So, Log 4. Genau, das brauche ich auch. Du baust mir das Silo. Ich habe noch irgendwo einen. Nö. Das ist aber unangenehm. Haben wir das zu Kriegern gemacht. Ja, ne, Krieger wieder zurück zu normalen Dorfbewohnern. Degradieren quasi ist ein bisschen Geldverschwendung. So, der erkundet mir hier ein bisschen die Gegend noch. Da ist noch ein weiterer Steinkreis. Natürlich auch cool. Wie lange dauert es denn noch? Sich. Oh. Das Ding. Der Steinbruch ist leer geräumt. Das ist natürlich ganz cool. Ahoi. Dann haben wir den Steinfuzzi über. Wo sind denn jetzt da? Kann ich dich auch direkt hier hinschicken. Stein haben wir genug, dann graden wir auch den hier noch ab. Na. Und du machst hier auch auf Fischerei. So. Jetzt könnte ich hier noch den Zack, den Holzverbrauch im Winter verringern. Dann macht der nämlich auch kein Miese mehr. So geht das. Ich nehme mal, der Verletzte ist wieder der. Oh ne, der ist gar nicht der Kundschafter. Auch sehr nice. Hält er mal was aus zur Abwechslung, ist das schön. So, in diese Richtung haben wir uns abgesichert. Da sind überall Steine, da können wir nichts machen. Also gehen wir mal darüber. So. Ja, das kann ich einnehmen. Hier interessiert sich gerade keiner für. Das ist gut. Ist nochmal ein Waldgebiet. Okay. So. Das Silo habe ich sogar auch schon ausgebaut. Ja, ich bin ja ein ganz flinker. Na gut. Wir haben auch mal wieder einen Siedler zur Verfügung. Das ist nett. Jetzt haben wir noch einen zur Verfügung. Ja, jetzt kommt so langsam der Teil, wo es dann gemütlich wird. Jetzt muss ich nur irgendwie mal gucken, dass ich hier meine Mission erfüllt kriege. Ich habe gute Beziehungen zu Harald, weil ich mit ihm die ganze Zeit handle. Das ist immer gern gesehen, sowas. Da macht man sich immer sehr beliebt. Ja, jetzt haben sie wieder meinen Scout erwischt. Du Scheiße, was ein hässliches Gebiet. Ahoi. Ich will, dass sie langsam mal ein bisschen die Verbindung zu dem Kollegen hier drüben
finden. Ich fürchte, das wird sie ja auch nicht sein, oder? Na, vielleicht. Damit ich ihm jetzt bald mal zur Hilfe eilen kann. Es gibt noch ein paar Militärgebäude, die wir jetzt noch nicht hatten. Wir sind jetzt die ganze Zeit immer nur beim Training Camp. Wir haben jetzt hier noch die Axtwerfer, die Schildknappen. Ich kann natürlich hier noch Axtwerfer hinzufügen. Ich kann es mir ja leisten. So, der Hälfte hat er fast. So, ja, das läuft jetzt gemütlich. Holz gibt es kein Limit. Nahrungslimit sieht man hier 2500 aktuell. Das ist anfangs normalerweise noch sehr viel niedriger. Das liegt jetzt an den ganzen Silos. Da kann man auch zwischendurch gerne mal wieder ein Dings machen. Ein Festschmaus. Oh. So. Haben wir nochmal zwei Axtwerfer, um hier mein Militär ein wenig zu verstärken. So, ich käme hier durch. Die Frage ist, kann ich durch dieses Gebiet einfach durchrennen und den Draugr ignorieren? Kann ich. Ich kann aber nicht mehr ins benachbarte Gebiet. Das heißt, ich muss mich hier wirklich durchkämpfen. Dann kann ich. Das heißt, ich kann kein Gebiet, in dem noch Gegner sind, in meinem Rücken lassen. Das heißt, ich muss mich hier wirklich einmal durch die Map kämpfen. Macht aber auch nichts. So, ich mache jetzt gerade mal bei der Gelegenheit den Weaponsmith. Dann sind die nämlich auch ein bisschen stärker. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe einen verloren, aber es sind noch alle da. Sind noch zu fünft. Dann hauen wir jetzt auch noch einen Bären um. Und ziehen weiter. So. Jetzt haben wir einen verloren. Jetzt haben wir den zweiten verloren. Dafür ist das Gebiet hier geräumt und er nimmt es auch direkt ein. Das andere Gebiet ist dieses hier. Zack. So, da das befreundete Gebiet ist, werde ich auch hier geheilt. Das ist ganz praktisch. So. Das Gebiet haben sie direkt eingenommen. Nehmen sie jetzt auch schon ein. Sehr gut. Dann kann ich auch mein Militär eigentlich wieder nach Hause schicken. Ja. My lord, I'm delighted to report that Tolerant's camp is now safe from any beastly threat. Ja, habe ich gerne gemacht. Sorry, got something to work. Schau mal was im Hals. Schau so ein Krone mal in diesem Hals ab. Wrestler, please make sure these people get any food they need. Any tent to their wounded. On behalf of the entire Hydro Clan, I would like to express the most heartfelt gratitude. We were doomed without you.
From now and until the end of times, you can count on the help and loyalty of the Glen of the Goats. I hereby solemnly pledge my allegiance to you. Dankeschön. Freunde für immer. Das ist aber schön. So, da brauchen wir jetzt eigentlich nur noch das Kolonisieren des achten Gebietes und dann wäre wahrscheinlich die ganze Chose hier auch schon vorbei. Ich weiß nicht, ob das schon das achte ist. Ja, das war's gewesen. Magnificent. Our territory has reached a substantial size. The populace will be able to thrive here after we leave for the next spring. Bam! Ja, und schon haben wir wieder gewonnen. So einfach ist das. Ach schön, das war dann schon die zweite Kampagne. Die dritte Settlement. Kann man eigentlich direkt weitermachen, oder? Chapter 3 Settlement. Hagen has been reported to have settled in the region. We must strengthen our position while trying to find him. Halvard. Ach, so ist es mal. Wir spielen jetzt den Clan. Wir würden jetzt den Clan der Ziege spielen. Starten mit zwei Schafen. Können den Sheepfold bauen. Oh, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, weil das Volk kenne ich ja noch so gar nicht. Spare Fame Bonus. Spare Tools. Gain two free tools to improve your villagers' productivity. Teamwork. You gain one free feast. Your defense towers and all your military units gain 20% resistance when feasting. Oh, okay. Wollen wir das jetzt direkt? Ja, komm. Halvard, the elderly banner man of the Goat Clan, is a wise and kind-hearted man focused on the survival of his people. He abhors senseless violence, but still packs quite a punch when The sons of Heidrun had been shipwrecked on an inhospitable coast, but we arrived just in time to save them from the fangs of the wolves. Halvar, their elderly leader, was so grateful he swore allegiance to me the moment we met. He readily agreed to share invaluable secrets about survival. Soon enough, we would be taming the wilderness. Okay. Okay, okay. Ja, ich hatte es noch gesagt, noch nicht so lange her, wie cool wäre das eigentlich, wenn man dann wirklich auch mal alle Völker durchmacht. Ja, und wow, jetzt habe ich hier die Ziegermals. Heron is out there somewhere. We need to find him and kill him. My lord, I understand your impatience, but we need to settle in Derby in order to establish a firm control over the new regions. This area looks like it fits our plans. We should definitely settle here. Iron's followers are tough in survivors, so please let us lay the groundwork for your conquest of Northgard. Alright, is a real level. Ali, who combines persistence and composure. Let him honor his stepped and prove his allegiance to you. In the meantime, I will take my leave and attend to the business we discussed. Understood. We'll travel safely, Brad. Well, they will. I shall return soon. However, you are responsible for this operation. Thank you, Lord. I will not disappoint you. Ja, und damit spielen wir dann jetzt den Ziegenclan. Der Kollege Brent hat sich auf und davon gemacht und hat gerade mal spontan beschlossen, dass er wichtigere Dinge zu tun hat.
Und ja, Kollege, hast du nicht gesehen? Kollege Schweißfuß wird das dann jetzt hier an der Stelle mal fortführen. So. Da. Dann gucken wir, ob ich hier direkt wieder benachbartes Waldgebiet habe. Is all the secretary indispensable? So, auf jeden Fall wachstumsbedingt baue ich hier schon mal ein Haus hin. So, das ist jetzt hier. Das ist kein Waldgebiet, das könnte Waldgebiet sein, aber ich habe direkt hier Wölfe rings um mich herum. Hier ist ein Schiffswrack, das einzunehmen ganz cool wäre. Wir haben ja auch Nahrung. Dafür müsste aber Hall was machen, ne? Okay. So muss Hall was machen, ne? Allein gegen drei Wölfe bin ich unfair. Kein Holz mehr, aber das wird jetzt produced und dann muss ich mal hier den Jäger bauen. So, build a brewery and an altar of kings reach 500. Okay. Wir sollen eine Brauerei bauen und einen Altar der Könige, das kriegen wir hin. Und 500 Ruhm erreichen, auch das sollte nicht das Problem sein. Muss ich hier mal wissenstechnisch gucken in das Confusing Building. Ja, es gibt jetzt hier keine Sonderfunktionen mehr, wie es bei der Hirsch ist, dass die Silos mir einen riesen Nahrungsbonus geben, deswegen kann ich mir eigentlich die Kosten für Silos erstmal sparen. Aber Essen muss ich jetzt erstmal produzieren. Deswegen machen wir jetzt hier mal auf jeden Fall schon mal zwei Jäger. Dann haben wir hier schon mal wieder ein Plus. So. Dann würde ich das hier gerne einnehmen. Das ist nämlich auch eine Ruine, die ist nämlich auch nicht uninteressant. Ein bisschen Glück ist das nur dieser eine Wolf, jawohl. Da würde ich dann jetzt auch ganz gerne schon mal einen Heiler hinstellen. Ah, und eine Steinmine. Natürlich. So, du bist da, du machst das hier, du machst dies da. Ihr spielt Dings da. Dings vom Dach. Was ist da los? Hat er mich angeklickt hier, die Sau, du? Also, ja, viele erlebt hier, aber irgendeiner, der mich jetzt so einen Handelwampel, der mich hier angeklickt, du. Ach, leck mich am Arsch, du. Leck mich in der Technik, das Bär. So, dann heilst du mir hier mal mein Obermufti hoch. Damit wir hier mal ein bisschen vorankommen, nicht wahr? So, in between, in der Zwischenzeit. Was machen wir denn? Ja, das Ding hier einnehmen. Wie viele Wölfe haben wir denn hier rumlungen? Ich sehe hier einen.
Das ist alles. Das ist wirklich alles? Ehrlich? Ein Wolf? Das ist ja jetzt nun nicht so das Problem, oder? Das ist eher das Problem, dass ich nicht die Nahrung habe, die ich brauche, um das Ding hier einzunehmen. Ich werde dich gerade mal wieder zurück, damit du hier weiter geheilt wirst. Damit auch mein Heiler was zu tun hat. Brauchen wir schon bald wieder ein Haus, sehe ich gerade. So. Wir haben Wissen erhalten. Dann machen wir jetzt auch erstmal wieder diesen. Das ist immer ganz gut für den Anfang, um die ganze Wirtschaft in Schwung zu bringen. So. Jawohl. Du kommst schon mal hier rüber. Irgendwo noch eine Funzel. Du machst mir hier Wissen. Sehr schön, sehr schön. Es geht voran. Ach, du Kacke.